Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren, C-Sharp programmieren wir. Und wir sind bei wichtigen oder bei Strukturen und Klassen, die eigentlich schon vorbereitet sind und die wichtig sind. Heute sprechen wir über die Strukturen DateTime und TimeSpan. Das sind beide wieder für System. Gell? Die werden uns vom System zur Verfügung gestellt. Und schauen wir uns das einmal an, was wir da machen können. DateTime, ja, so ist es. Und da gibt es zum Beispiel heute, nenne ich meine Variable jetzt, und DateTime. Das ist DateTime.now. Ja, jetzt ist es. Schauen wir uns an, was da rauskommt. Console.WriteLine. Zack. Datum. Oder schreibe jetzt heute. Und da brauchen wir nur Convert to String vor dem Datum. Schauen wir, was da rauskommt. Heute. Schauen wir uns das an. Der 10.09.2022 um 16.20 und 8 Sekunden. Passt. Ja. Wunderschön. Ja. Was kann man dann machen? Man kann zum Beispiel noch ein DateTime, ja, morgen ist gleich heute. Und da gibt's ein paar Sachen, die man aufrufen kann. Zum Beispiel add days. Ja. Ein Tag mehr. Ja. Schauen wir uns das an, was da drin steht. Morgen dass das ein bisschen mehr Übersicht hat. Schreibe das so. Ich weiß nicht, wie viel Übersicht das jetzt gebracht hat, aber ein bisschen hoffentlich. Schauen wir uns das an. Heute ist der 10.09.2022, morgen ist der 10.09.2022. Ja. Wenn es keiner weiter sagt, ich weiß nicht. Morgen muss ich dann natürlich schreiben. Ja. Heute ist der 10.09.2022, morgen ist der 11.09.2022 und die Uhrzeit ist halt entsprechend weiter vorgerückt. Ich habe zu dem jetzigen Datum einen Tag dazugezählt. Ja. Dann kann man natürlich das noch DateTime Birthday, ja. Kann man natürlich auch noch New DateTime, ja, ein New DateTime anlegen und da kann man zum Beispiel sagen 1975 08 09, ja. Also das ist praktisch Jahr, Monat und Tag, ja. Und dann gibt es dann noch zum Beispiel TimeSpan, ja. TimeSpan, das wollte ich auch noch hier zeigen, ein anderes Objekt, und da kann man sagen Alter. Und das soll sein heute minus Birthday. Ja. Und jetzt gebe ich es aus. Jetzt möchte ich es wissen. Jetzt möchte ich wissen, wie alt ich bin. Ja. Ich bin Jahre alt. Und zwar nehmen wir da nicht morgen natürlich, sondern alter Punkt Total Minutes Days nehmen wir, ja, durch 365. Schaltjahre. Ja, schauen wir uns an, was da rauskommt. Ich bin 47 Jahre alt. Stimmt leider. Okay. So funktioniert das. Also Timespan kann man zwei Datetimes voneinander abziehen und hat die Differenz da drinnen. Also ist eigentlich ganz cool. Ja. Oder wenn wir sagen zum Beispiel Datetime, ja, ersten super Ferien, wirklich längere Ferien, ja, Datetime. Und da sagen wir wieder, das ist diesmal
Jetzt möchte ich es gescheit angeben, ja? Jetzt möchte ich sagen Parse. Parse, da wird durch eine Zeichenkette gegangen und das habe ich, das ist der 24.12. und was braucht man noch? Das aktuelle Jahr nämlich. Das aktuelle Jahr. Datetime.now. Ja? Und dann greife ich dann nur aufs Year zu. Ja? Hier. Also mit dem Punkt kommt man immer ganz schön weiter. Da werden eh alle möglichen Möglichkeiten hergezeigt. Ja? Also das ist jetzt praktisch heuer Weihnachten. Fällt heuer am 24.12. ausgerechnet. Und dann machen wir wieder Timespan. Timespan, Days to Xmas, ja, und das ist halt Xmas minus heute. Und was geben wir aus? Noch so viele Tage bis Weihnachten. Machen wir einen Punkt, dass das gescheit ausschaut. Und dann machen wir Day to Xmas, nicht Alter. Und dann dividieren wir dann einfach durch 365. Sondern wir wollen ja wirklich die Tage. Ja. Schauen wir uns das an. Wie lange dauert es noch bis Weihnachten? 104 Tage. Ist gut. Ist gut. Ja. Also, das wäre praktisch jetzt so ein paar wichtige Funktionen oder Möglichkeiten, sage ich, die mit Datetime und mit Timespan gemacht werden können. Ja? Also ebenfalls das letzte Mal das Random braucht man relativ häufig, war kurz, heute war es ein bisschen länger. Das nächste Mal sprechen wir über eine Klasse, ja, über die Klasse Math. Ja? Da gibt es ein paar mathematische Konstanten, schauen wir sie an nächstes Mal. Ja, wird cool. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.